dass ihr eingeschaltet habt. Ja, jetzt habe ich da auch noch ein Haar im Mund. Ah, heute ist wieder irgendwie, keine Ahnung, Tag der Fails, glaube ich. Ja, ich habe dieses Video jetzt schon eine Weile lang also so geplant. Ich habe überlegt, wie ich es mache und jetzt habe ich mich entschieden. Deswegen kommt es auch leider jetzt erst. Ich weiß, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich wollte nochmal so ein Concealer-Auftrage-Video machen, wie ich das jetzt so am besten immer hinbekomme. Und ja, jetzt, wo ich auch das mit dem Schneideprogramm und wo ich das alles gut hinbekomme, werde ich das jetzt so machen, dass ich euch das jetzt kurz vorstelle. Dann werdet ihr hier drüben so ein paar Bilder eingeblendet sehen, so ein kleines Video, wie ich das dann auftrage, dass ihr auch seht, was ich meine. Und ja, so ist es, glaube ich, auch am besten. Also ich habe hier meine, ja, mein kleines Körbchen, wo meine ganzen Concealer und Highlighter drin sind. Da sind natürlich auch jetzt diese festen Concealer drin, aber um die soll es eigentlich gar nicht gehen, sondern es geht um das Auftragen dieser flüssigen, ja, dieser Stifte und dieser flüssigen Concealer, Highlighter. Hier ist einer von Art Deco, das ist meiner von MAC, von L'Oreal, von Maybelline und hier ist nochmal sowas von Elf, aber das ist, nee, das ist ein Primer. Ich muss mal kurz gucken, ja genau, hier habe ich nochmal dasselbe von Art Deco. So. Und ich kann euch sagen, was mein Problem war. Ich habe versucht, diese Concealer, und jetzt muss ich noch ganz kurz einen Pinsel holen. So, ja, also ich bin wieder da. Ich habe immer versucht, die Concealer mit solchen Pinseln aufzutragen und das hat irgendwie bei mir überhaupt gar nicht funktioniert. Es war immer irgendwie streifig und ich habe eine sehr, sehr trockene, empfindliche Haut unter den Augen und ich habe das nicht geschafft, das so aufzutragen, dass es wirklich für mich jedenfalls zufriedenstellend war. Und ja, also ich habe einmal solche flachen Pinsel versucht zu benutzen und habe dann immer so ein bisschen getupft. Ich gehe mal zur Seite, dass ihr dann das Video besser sehen könnt. Also ich habe immer versucht, so ein bisschen zu tupfen oder zu streichen. Ich habe vorher eine Creme unten drunter aufgetragen, mehr eine reichhaltige Creme, dann eine Creme, die schnell einzieht oder ich habe gar keine Creme benutzt. Also ich habe alle möglichen Tests gemacht oder eine Foundation vorher drunter oder so eine Art Primer oder so. Also es hat überhaupt nichts gebracht. Dann habe ich gesehen, dass viele mit diesem Concealer, oder ist das überhaupt ein Concealer-Pinsel? Ich weiß gar nicht. Nee, das ist ein Crease Brush, aber viele haben mit diesem Crease Brush von Real Techniques eben auch ja, Concealer aufgetragen, verblendet. Ging bei mir alles irgendwie nicht. Ich habe auch versucht, wenig Produkt aufzutragen. Ganz, ganz wenig. Ich habe ein bisschen mehr. Ich habe es versucht zu schichten. Also es sah immer irgendwie komisch aus. Vor allem sah es komisch aus, nachdem ich abgepudert habe. Also ich sah hinterher älter aus wie vorher, weil irgendwie die kleinen Fältchen total betont waren. Also es sah überhaupt nicht schön aus. Und wenn ihr das in dem Video seht, dann seht ihr auch, dass das wirklich total blöd ist. Und deswegen standen dann auch diese Concealer und diese Highlighter eben auch dann so eine Weile bei mir rum. Ich habe sie dann ab und zu mal benutzt, wenn meine Haut irgendwie so nicht gerade so rumgezickt hat, hat es auch ganz gut geklappt. Und da war ich auch froh, aber ansonsten war es immer so ein bisschen schwierig. Und ja, ich bin ja jetzt auch so über 30 und das ist halt, ja, ich weiß nicht, die Haut ist irgendwie nicht so perfekt, wie sie vielleicht mal war. Und deswegen lässt sich das irgendwie nicht ganz so gut auftragen. Jedenfalls bei mir. Und ja, jetzt muss ich der lieben Maria auf meiner Arbeit ein ganz, ganz dickes, fettes Dankeschön aussprechen, weil, also sie hat es mir nicht gezeigt, aber sie war irgendwie da, weil sie auf der Arbeit war, dann hat sie sich geschminkt. Und ich sage, Maria, was machst du da? Weil die hat auch so einen Concealer, so ein Ding. Und dann sage ich, Maria, was machst du da? Wie trägst du deinen Concealer auf? Und die so, ja, mit einem Schwämmchen. Und ich sage, wie Schwämmchen? Und dann hat sie diese Dinger. Und ich habe die auch zu Hause, schon sehr lange, weil ich damit mal so Nagelsachen und so auch gemacht habe. Und ich sage, was geht denn ab? Also ich war total perplex. Und ja, und sie sagt, sie macht das immer so. Und Maria hat auch schon so ein paar Falten. Maria, wenn ich das sagen darf, es tut mir leid. Jetzt weiß die ganze Welt, dass du unter deinen Augen eine Falte hast, aber naja, die Maria wird mir jetzt hoffentlich nicht die Freundschaft kündigen. Ja, und dann hat sie so ein Schwämmchen benutzt, sie hat es nass gemacht, hat dann so getupft. Ich gucke die an, ich sage, Maria, oh mein Gott, wie sieht das aus, total super. Ich war mega begeistert, mega, mega, mega. Und ich sage, okay, das muss ich auch machen. Und ja, und seitdem eigentlich jeden Tag Concealer oder Highlighter. Und es, ihr seht schon, ich strahle total, weil ich bin mega glücklich, dass das jetzt alles klappt, dass es gut aussieht, egal was ich für eine Creme drunter und drunter auftrage. Es wird nicht schmierig, es wird nicht, ja, also hier habe ich übrigens noch meinen Augenlöscher, mit dem funktioniert das auch. Also egal was für Produkte, perfekt. Ich denke, dass das so ein bisschen ähnlich ist wie so ein Beauty Blender oder so vom Prinzip her. Also
Ja, deswegen überlege ich mir schon fast, ob ich mir auch mal so einen hole oder diesen neuen von Real Techniques. Würde mich interessieren, ob einer von euch mit dem Beauty Blender irgendwie Concealer oder so aufträgt. Und wenn ja, wie gut das klappt. Und ja, und jetzt kommt noch der zweite Trick, weil ich ja halt immer dann an meinem Schminktisch habe ich ja auch keinen Wasserhahn, ne? Wer hat das schon? Und ja, und dann nehme ich immer diese Thermalwasserdinger da und dann sprühe ich das einfach so an. So. Und ja, dann habe ich halt vorher schon was aufgetragen und dann geht's los. Also es ist absolut super einfach mit diesen kleinen Teilen hier. Und dann meistens benutze ich eine Seite für den Highlighter, das sehe ich ja dann, die ist einfach ein bisschen heller und die andere Seite eben dann so für den Concealer. Und wenn die dann anfangen, so ein bisschen auszufranzeln und nicht mehr ganz so frisch aussehen, dann tausche ich sie einfach aus. Und ja, wie gesagt, die sind jetzt hier von Ebelin und die sind da, wo es auch die Pinsel gibt und so. Die kosten jetzt nicht die Welt. Ich weiß gar nicht, vielleicht 1 Euro noch was oder weniger als 1 Euro. Ich kann es euch überhaupt gar nicht sagen, weil es ist schon so lange her, wo ich die gekauft habe. Und ja, das sind jetzt immer noch 4 Stück drin und jetzt habe ich sie gerade alle durcheinander gemacht, aber egal. Ja, also auf jeden Fall absoluter Geheimtipp. Ich weiß nicht, ob es ein Geheimtipp ist, aber vor allem Maria, das ist gar nicht so eine Schminketante. Also war sie vorher nicht und schon gar nicht so Concealer-mäßig. Und ich frage mich mein ganzes Leben lang, wie ich den Concealer perfekt auftragen soll. Und ich sehe das und ich denke, oh mein Gott, warum bist du da nicht selber drauf gekommen? Aber ja, das ist eben auch, weil ich eben keinen Beauty Blender oder so habe. Und wobei Maria hat auch keinen. Aber irgendwie war sie da schlauer als ich. Und ja, also es ist absolut total toll. Ja. Probiert das aus, wenn ihr auch Probleme habt, wenn ihr natürlich mit eurem Pinsel, mit euren Fingern. Also ich habe, wie gesagt, ihr braucht mir jetzt nichts in die Kommentare schreiben. Probier doch mal. Nein, ich habe viele YouTube-Videos gesehen, ganzen Tipps, ich habe Blogs gelesen. Es hat nichts funktioniert. Es sah alles scheiße aus. Echt, ging gar nicht. Und ja, also wenn ihr da irgendwie, also wenn ihr natürlich einen Geheimtipp habt, schreibt mir den trotzdem. Aber ich habe jetzt meine Methode gefunden. Das ist wirklich total super. Und wenn ihr auch Probleme habt, also ich denke mal eben auch so für die älteren Damen, ne, ihr wisst, wie ich es meine, ist das vielleicht eine ganz tolle Sache. Der einzige Nachteil ist, dass der Schwamm immer so ein bisschen schluckt, also Produkt, ich muss mal gucken, wo jetzt gerade meiner ist. Ja, den habe ich jetzt gerade im Gebrauch und ihr seht, der ist schon so ein bisschen angesifft, sage ich mal. Und es ist anders, wenn man den aufträgt und mit den Fingern, weil dann hat man wirklich nur so das Produkt, was da halt eben ist und dann saugt ja der Finger auch nichts auf. Und das ist eben mit dem Schwämmchen so, dass der so ein bisschen Produkt eben in sich auch aufnimmt. Das heißt, man verschwendet auch ein bisschen was, das ist klar. Aber trotzdem ist einfach das Auftragen, dadurch, dass das wirklich so ein ganz, ganz super feinporiger Schwamm ist, ist das wirklich richtig perfekt. Und man kann auch 2-, 3-mal übereinander den Concealer oder den Highlighter schichten. Ja. Das war es abschließend dazu zu sagen. Und ich bin froh, dass ich es jetzt irgendwie raus habe. Ich wollte es schon so lange drehen und ich habe es immer irgendwie vergessen. Und ja, auf jeden Fall, ich bin mega froh. Mega, 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 mega. Und ja, jetzt habe ich wieder, glaube ich, zu viel gesprochen für zu wenig Inhalt. Aber egal. Aber ich bin einfach glücklich. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich eine gute Zeit. Und über Daumen hoch oder liebe Kommentare würde ich mich freuen. Und ansonsten natürlich bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss.